Prag-Westerhofen und Michael Weber erreicht ein schrecklicher Notruf. Arnold 1824 von Arnold. 1824 hört. Brüsseler Straße 2. Suizidale Frau hat sich das Haus eingesperrt und dort wurde sich Brand gelegt. Ehemals anwesend, Feuerwehr, RTW, Neff, Rollen. Sonderrechte frei. Ja, somit sind wir unterwegs. Jetzt zählt jede Sekunde. Durch das Feuer gefährdet die lebensmüde Frau nicht nur ihr Leben, sondern auch das ihrer Nachbarn. Die Beamten geben Vollgas. Komm da raus! Komm da raus! Hallo? Mach das nicht, Sie! Was ist denn passiert? Was ist denn? Hallo? Meine Frau versucht sich das Leben zu nehmen! Aber Sie können. Meine Frau versucht sich das Leben zu nehmen! Hallo! Raus. Hallo, holen Sie meine Frau da raus! Sina! Ja. Sina! Geh mal nach Hause! Komm da raus, sie kriegt das wieder hin! Hey. Sina, wo kein Scheiß! Sina, nein, das ist meine Frau da oben! Holen Sie da raus, sie muss das schon. Leben nehmen! Feuerwehr ist unterwegs, ruf mal bei Sie raus! Ruf mal bei Sina raus! Feuerwehr ist unterwegs! Holen Sie sie raus! Sie kommt! Feuerwehr kommt jetzt gerade! Ich will zu meiner Frau! Ja, ist okay, alles gut, die Feuerwehr kommt! Ich will zu meiner Frau! Okay, alles klar, sie bleiben jetzt erstmal hier! Sie bleiben jetzt erstmal hier! Ein bisschen hier rüber! Kommen Sie erstmal rüber. Waren Sie in der Wohnung drin? Ja, alles gut hier. Ja, wir haben uns gestritten. Ganz ruhig. Wir haben uns gestritten und jetzt muss ich das Leben zu nehmen. Ja, ich war noch nicht drin. Sina! Geh mal mit Atemschutz. Sina! Ruhig. Mach das nicht! Hey, alles gut. Sina! Alles ruhig, ganz gut. Oh mein Gott. Ja, wir zwei gehen jetzt mal gerade mal schön. Ja, gehst du mal rüber, bringst du ihn weg? Sina! Hier, warte, pass auf. Da ist eine Frau noch oben drin. Übernimm ihn mal erstmal. Wir haben noch eine Verletzte wahrscheinlich oben. Ja. Aber wir müssen warten, bis die Feuerwehr drin ist. Holen Sie meine Frau da raus. Wir sind im Haus. Okay. Er kann sich noch nicht äußern. Komm. Frag ihn mal, wie viele Personen letztendlich im Haus sind. Wie viele Leute sind da oben drin? Meine Frau ist da drin. Okay. Ist da noch jemand im Haus? Nur die Frau. Nein, es ist noch niemand im Haus. Holen Sie meine Frau da raus. Nee, ganz ruhig. Haben Sie Rauch eingeatmet? Ganz ruhig. Nein, ich habe keinen Rauch eingeatmet. Wir haben uns gestritten. Meine Frau ist schwer depressiv. Eine Person, eine Frau. Alles klar. Ja, es ist natürlich bei so einem Einsatz, wo mehrere Einsatzmittel vor Ort sind, Feuerwehr, Krankenwagen, ist es immer wichtig, dass man eine Ansprechperson hat. Und da kristallisiert sich also relativ schnell raus, wer diese Ansprechperson ist und wer den Einsatz letztendlich koordiniert, damit man auch Informationen weitergeben kann. In dem Fall habe ich das übernommen, weil der Kollege sich direkt um den Ehemann gekümmert hat. Und ich habe dann mit der Feuerwehr und den Rettungsdiensten abgesprochen, wer wo was wann macht. Ganz ruhig. Setzen Sie sich bitte hier hin. So, kurzer Lagebericht. Wir stehen hier vor einem Einfamilienhaus. Einige rauchende Sachen vor dem Haus. Es befindet sich eine Person in dem brennenden Haus. Feuerwehr vor Ort, Rettungsdienst auch vor Ort. Ja, im Moment kann man nichts machen. Nee, gar nichts. Überhaupt nichts. Wir hoffen, dass der da wieder rauskommt. Müssen nur gucken, dass der jetzt da nicht rein. Ja, ich habe ein Auge auf ihn drauf, ne? Nach dem Betreten eines brennenden oder verrauchten Gebäudes ist es sehr, sehr wichtig, sich am Boden halt fortzubewegen. Denn warmer Rauch oder heiße Luft steigt nach oben. Das heißt, unten befindet sich Sauerstoff bzw. auch die freie Sicht. Man muss auf Knien dann vorwärts sich durch das Gebäude arbeiten, Raum nach Raum untersuchen und hoffen, dass man dann die Person, die vermisst wird, auch rechtzeitig findet. Die Feuerwehrleute kämpfen sich durch das Haus. Als sie die Frau schließlich finden, ist sie bereits bewusstlos. Der Weg zurück ins Treppenhaus wäre jetzt lebensgefährlich. Als wir die vermisste Person dann im oberen Stockwerk antrafen, haben wir die Dame erstmal nach draußen auf den Balkon verbracht, um ihr dort die Rettungshaube anzulegen. Denn der Rückweg durch das verrauchte Gebäude ist natürlich für eine Person ohne Sauerstoff nicht möglich. Und eine Rettungshaube ist halt ein Überzieher über den Kopf sozusagen, welcher halt mit Sauerstoff versorgt wird und für kurze Zeit dann der Person ermöglicht, im verrauchten Gebäude zu atmen. Ja, ich glaube, die sieht nicht mehr so gut aus. Okay, einmal hier rüber. So, Kopf noch hier oben. Die ist nicht mehr ansprechbar, ne? Ja. So, mach ich mal die Flughaube bitte ab. Hallo? Ich hab keine Ahnung, ich wollte Sie befragen. Er hat gesagt, nur sie ist im Haus. Okay. Er hat gesagt, nur sie ist im Haus. Ich kann das jetzt nicht bestätigen. Funde? Sonst ist keiner drin. Ja. Was war das für ein Brand? Also, Sauerstoff kommt. Kann ich mal einmal in den Mundraum gucken, mal Mund aufmachen? Ja, okay. Sauerstoff auf. Fragt ihn auch, dass er welche drin sind. So. Mach fertig, dass wir ein RTW kommen, dass wir Zugang nehmen können. Hallo, machen Sie mal die Augen auf. Hier. So, ich habe Puls.
definitiv keine Person mehr oben in der Wohnung. Brandbekämpfung auch, erledigt. Gut. Was hat die für einen Brand gelegt? Mit Klamotten oder was? Oder? Also ein Vortor und so hat gebrannt. Ja, als wir die Person aus dem Gebäude befreit haben, haben wir sie dem Rettungsdienst übergeben und dann mit den eigentlichen Löcharbeiten begonnen. Das bedarf sich dann hier im Endeffekt auch das Ablöschen von brennenden Fotoalben, die hier die starke Rauchentwicklung hervorgerufen haben. Die junge Frau wollte nach einem Streit mit ihrem Freund offensichtlich alle Erinnerungen an das gemeinsame Leben vernichten. Mark Westerhofen kümmert sich um den völlig aufgelösten Lebensgefährten. Okay, geht rein, die Maske hier. Die Maske schon mal. Hallo. Sie kommt wieder. Hallo, machen Sie mal die Augen auf. Notarzt der Stadt Köln. Können Sie mich verstehen? So, die Augen auf. Oh ja, ja gut, dann nehmen wir mit als Brandbeschleuniger. Ja, genau. Ja. Ja. Pass auf, das nehmen wir mit. Das braucht die Kripo da noch. Ja. Ihr seid soweit fertig, oder was? Ja, okay, gut. Die Feuerwehr hat jetzt hier den Brandbeschleuniger oben gefunden, womit also der Brand sehr wahrscheinlich gelegt worden ist, womit die Kleidung angezündet worden ist. Das halte ich jetzt erstmal für die Kripo, die dann jetzt gleich irgendwann eintreffen wird und den Brand dann nochmal genau untersuchen wird. Aber da es sich hier um eine Vorsatztat handelt, gehe ich davon aus, dass es klappt. Aber du darfst jetzt gerade nicht zu deiner Frau ran, das musst du verstehen. Guck mich an. Okay, verstehst du? Lass die erstmal ihren Job da machen. Ja, wir müssen gucken, wie in der Straße gut. Vorne, weißt du? Hast du, hey. Reinkommen. Ja, ich verstehe es. Ich weiß, du bist total aufgeregt, aber die holen die jetzt erstmal wieder ins Leben jetzt mal wieder zurück. Der hat verdammt viel Schwein gehabt, so wie das aussieht. Ja. Wenn die uns gleich sagen, halt, hör mal zu, du kannst gleich zu deiner Frau, dann gehen wir da hin. Aber dann lass bitte auch deine Frau erstmal zu sich kommen, erstmal in Ruhe. Alles ruhig, nicht brüllen, nicht hektisch werden. Wir machen das schon. Guck mal, da kommt der Sani schon raus. Mama, einmal, kommst du einmal? Ja. Okay. Ihre Frau geht es im Moment gut. Ihre Frau ist ansprechbar. Ja? Ich hab, sie hat gerade mit mir gesprochen. Sie ist wach. Ja? Sie hat aber Rauchgas eingeatmet. Das heißt, wir werden sie jetzt in die Klinik bringen. Und dann müssen wir sie dort untersuchen. Ne? Da müssen wir noch eine Blutgasanalyse machen und mal gucken, wie viel sie da eingeatmet hat, ob da was Giftiges dabei war. Aber sie ist ansprechbar. Deswegen machen Sie sich bitte erstmal keine Sorgen. Und ich kann jetzt mitkommen, oder? Sie können gleich mitkommen. Sie können jetzt auch in einer Minute mit ihm sprechen. Kommen Sie mit dem Kollegen mit, können Sie mit Ihrer Frau kurz sprechen einmal, bevor wir fahren. Ja? Aber ruhig. Ja? Wir haben das schon im Griff. Wir haben gerade besprochen, wie wir das machen. Ich habe gerade einen Hinweis gekriegt, dass das eventuell, war das ein häuslicher Streit, ist da irgendwas mit Suizidalen? Ja, ja. Also wir haben den, das ist für uns wichtig jetzt mit der Aufnahme in der Klinik. Genau, wir haben den Funkspruch reingekriegt, suizidale Absichten. Ja. Sie wollte sich also dahingehend umbringen, dass sie hier die Wohnung anzündet. Okay. Und sich dann okay. Alles klar. Okay. Okay. Siehst du, da hast du dich gerade überzeugen können. Hast du gesehen? Ich weiß jetzt nicht, inwiefern sie überhaupt jetzt kommunizieren konnten. War wohl wahrscheinlich nur visuell gewesen. Aber dann haben wir gesagt, nee, der muss jetzt da raus. Die Behandlung geht vor. Und dann konnte er sich dann auch im Beifahrersitz dann eben halt bequem machen und erstmal warten, was mit der Frau dann weiter passiert. Also im Krankenwagen. Ja, Micha, ich kann zum Sachverhalt nicht viel sagen. Ich habe den zwar ein bisschen befragen können in dieser Sache, aber die haben sich da wohl irgendwo gestritten. Versuchen wohl irgendwie schon seit 2 Jahren hinzukriegen. Das also funktioniert nicht. Absolute Hintergrund. Familiäre Hintergründe. Ja. Und er ist natürlich jetzt derjenige Depp gewesen, der da gesagt hat, pass mal auf, wir trennen uns. Und wollte dann sich abbauen. Ja, das ist total ausgeflippt. Hat die Bude da an Brand gesetzt. Ja, also ich hatte hier der eine Feuerwehrmann hat mir den Brandbeschleuniger gegeben. Den habe ich jetzt für die Karwache erstmal ins Fahrzeug eingelegt. Das ist ja eine Vorsatztat. Karwache kommt hier noch. Karwache ist unterwegs, die habe ich informiert. Müssen wir kurz aufs Eintreffen warten. Die lassen auch keine Brandwache hier. Für die ist die Sache jetzt erledigt. Brand ist gelöscht, okay. Zimmer sind gelüftet. Jetzt warten wir noch auf die Karwache und dann können wir dann auch abmachen. Also im Grunde genommen ist ja jetzt noch gar nichts abgeschlossen, weil wir haben jetzt die beiden Verletzten, die Opfer in dem Fall, erstmal ins Krankenhaus verbringen lassen. Dort werden die ärztlich behandelt. Wir müssen jetzt warten, bis die Karwache dann hier aufschlägt und die Spurensicherung dann entsprechend dann durchführt. Solange müssen wir diesen Bereich hier absperren. Ich weiß auch noch nicht genau, wie lange man hier oben jetzt da überhaupt gar nicht mal rein kann. Wird wahrscheinlich noch was dauern. Aber wir warten erstmal ab, bis hier alles abgewickelt ist.